Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Da haben sie jetzt Platz. Ja, starker Pass. Niklas Füllkrug. Baumgartel. Guter Einsatz, das war wichtig. Schirmt den Ball da super ab. Robin Knoche. Gibt Einwurf. Lukas Klünter. Arne Meyer. Guter Pass jetzt. Levin Öztunali. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Castells bleibt Sieger in diesem Duell. Klasse gehalten, das war eine Riesenchance. Jetzt die Ecke. Aus dem Angriff können sie nichts machen. Erstmal geklärt. Ballverlust. Luis Gustavo am Ball. Das ist Luis Gustavo. Jose Brekalo. Am Ball ist Luis Gustavo. Ginczek. Admir Memedi. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Maximilian Arnold. Ball läuft klasse bei Wolfsburg. Schön dazwischen gegangen. Jetzt ist Platz für den Konter. Da kommt der Konter. Und da ist jetzt Platz. Gehalten! Aber wenn du aus der Distanz so eine Chance hast, dann muss eigentlich fast mehr rumkommen, ne? Ja, sehe ich auch so. Das ist keine gute Aktion. Eine verschenkte Chance, gerade gegen diesen Torhüter. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Gut den Ball verteidigt. Waldemar Anton. Öztunali. Arne Meyer. Guter Vorstoß da jetzt. Levin Öztunali bringt den Ball jetzt in die Mitte. Der Ball über die Linie gibt Ecke. Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Die Ecke kommt. Da können Sie erstmal klären. Keine Gefahr, die Flanke wird abgeblockt. Das frühe Pressing jetzt. Klar, das gibt hier Einwurf.
Jetzt der Wechsel. Er ersetzt den verletzten Spieler. Da ging es einfach nicht mehr weiter. Folgerichtig also diese Auswechslung. Lukas Klünter. Ball im Aus, Klasse Zweikampf, Einwurf jetzt. Gut aufgepasst, er hat die Flanke. Vorne der Ballgewinn. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Da ist Platz auf dem Flügel. Joshua Gilavogui. Daniel Ginzek. Da erobert er den Ball. Da ist der Torwart hellwach und passt auf. Jetzt vielleicht die Flanke. Josep Brekalo. Ricardo Rodriguez. Luis Gustavo. Gilavogui. Der Ball geht deutlich neben das Tor. Jetzt wird es die Auswechslung geben. So, und jetzt geht es Ihnen hier nur noch darum, dieses Ergebnis, dieses Remis nach Hause zu schaukeln. Ja, das ist unübersehbar, Wolf, und hat mit Offensivfußball gar nichts zu tun. Und die Heimfans, die sind gefrustet. Klar, das muss hier jetzt einen Abschluss geben. Schauen wir uns nochmal eine Aktion von ihm an. Leider konnte er diesen Schuss nicht besser drücken. Robin Koch, Waldemar Anton, Lukas Klünter. Ihm fehlt jetzt die Dynamik, er ist müde. Stindl. Waldemar Anton, Lukas Klünter. Robin Koch. Philipp Box. Das war wichtig, diesen Ball noch abzufangen. Das hätte was werden können. Robin Knoche. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Einer der Spieler scheint sich hier verletzt zu haben. Und deswegen unterbricht der Schiri auch kurz das Spiel. Ich denke, sie werden wechseln müssen, Buschi. Genau so ist es. Mit der Verletzung kann er hier unmöglich weiterspielen. Da musste er runter wegen der Verletzung. Ja, und dann geht es hier jetzt mit Schiedsrichterball weiter. Da passt er auf und hat den Ball. Memedi. Cheryshev. Am Ball ist Luis Gustavo. Philipp Box. Stindl. Robin Hack. Guter Einsatz, er hat den Ball. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Der Konter läuft. Luis Gustavo jetzt. Admir Memedi.
Er schirmt den Ball ab. Jetzt könnte er flanken. Und jetzt Ricardo Rodriguez. Ball im Seitenaus, gibt jetzt natürlich Einwurf. Jetzt Luis Gustavo. Joshua Guilavogui. Und jetzt haben sie den Ball. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Schön, erstmal jetzt den Ballbesitz verteidigt. Da könnte was entstehen. Schöner Einsatz, wichtig, dass sie da klären. Öztunali. Der Ballverlust. Guter Vorstoß jetzt. Vestager. Admir Mehmedi. Ja, setzt gut den Körper ein. Joshua Guilavogui. Die Chance zur Führung. Noch ist die Chance da. Füllkrug. Stindl. Flagge jetzt. Und nun sind sie in Führung in diesem Halbfinale. 1:0. Alles läuft für sie. Und wir sehen ja auch den Jubel. So hatten sie sich das erhofft. Nochmal die Wiederholung des Tors. Da kommt zunächst die Flanke. Und dann ist er da. Packt den Volley aus. Es ist ein sehenswerter Treffer. Ein unhaltbarer Treffer. Grund zur Freude auch am Spielfeldrand. Seine Mannschaft macht das hier bislang richtig gut. Das ist die Führung. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Die Nummer 17. Robin Hack. Guilavogui. Jetzt haben sie den Ball. Muss Einwurf geben. Rodriguez am Ball. Den Ball gibt er erstmal nicht her. Oh ja, sah durchaus gefährlich aus. Könnte jetzt was werden. Was macht er draus? Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Da ist nochmal die Szene, die zum Tor geführt hat. Erst der Steilpass. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Gleich wird hier ausgewechselt. Spielstand 2:0. Im Moment läuft es natürlich für sie. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Brooks. Guilavogui. Ball verspringt, klar, schwache Ballannahme hier, aber der Druck war auch enorm. Das macht der Torwart klasse.
Jetzt ist Platz für den Konter. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Vielen Dank. Westergaard. Rodriguez am Ball. Am Ball ist Luis Gustavo. Ginczek. Sie geben den Ballbesitz wieder ab. Ah, da bleibt der Spieler liegen. Sieht nach Zerrung aus. Da ist Platz. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Und wieder ein super Tackling von ihm. Gute Leistung. Auf den Rängen ist die Stimmung klasse, oder? Was meinst du, Buschi? Sehe ich auch so, Wolf. Da bekommt man Gänsehaut, Hühnerpelle, wenn man die hier singen hört. Ecke. Hereingabe jetzt. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Ja, abseits, richtig. Stindl. Ballverlust. Super Pass jetzt. Gute Aktion, bremst erstmal ab. Dennis Cheryshev. Schwierig, er pfeift ab und es gibt abseits. Ob er da recht hatte? Bah, das war knapp, aber ich glaube, er lag damit richtig. Lukas Klünter. Arne Meyer. Das könnte was werden. Kommt jetzt die Flanke? Ah, das hätte gefährlich werden können. Ja, setzt gut den Körper ein. Ricardo Rodriguez jetzt. Castells. Sie bekommen den Einwurf. Robin Koch. Brooks. Gelavogi. Am Ball ist Luis Gustavo. Das könnte was werden jetzt. Ricardo Rodriguez. Das ist Luis Gustavo. Gut abgeblockt. So wird nichts aus der Flanke. Jetzt die Ecke. Brooks. Admir Mehmedi.
Jetzt kann die Hereingabe kommen. William. Luis Gustavo. Dennis Cheryshev. Ist das der Anschlusstreffer? Wenn der sitzt, dann geht hier noch was. Aber so wird's eng. Und wir sehen, wie sie das ärgert. Den hätte sie zu gern gemacht. Jetzt sollen sich alle nach vorne orientieren. Das zeigt der Torhüter an. Bei diesem Spielstand absolut verständlich. Das Resultat ist genau das, was sie sich erhofft hatten. Und jetzt sehnen sie nur noch den Schlusspfiff herbei. Nicht wirklich schön für den neutralen Zuschauer, auch nicht für die Heimfans. Und wir hören, dass sie unzufrieden sind. Philipp Ochs. Robin Koch. Robin Hack. Gut den Körper eingesetzt. Caligiuri. Gilavogi. Da bekommt er Unterstützung. Brooks. Schöner Pass. Und Ballverlust. Ist hier immer noch am Ball. Luis Gustavo. Cheryshev. Die Gelegenheit für die Flanke. Und jetzt Ricardo Rodriguez. Da kommt er noch an den Ball und bringt ihn über die Latte. Noch ein Eckball. So, Ecke kommt. Ja, sie können erst mal klären. Rodriguez am Ball. Abgepfiffen, abseits. Er bleibt mit einer Zerrung liegen. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Ein verschenkter Einwurf. Der Ball ist erstmal weg. Da hat er Platz. Jetzt die Flanke. Es gibt Einwurf nach diesem guten Zweikampf. Ball im Aus. Stindl. Über die Grätsche springt er einfach rüber. Blockt den Schuss erstmal ab. Memedi. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Deine Ginzek. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Langer Einwurf, vielleicht geht's jetzt schnell. Ball ist wieder weg. Und Rodriguez, deine Ginzek. Vielleicht der Anschlusstreffer. Ganz souverän hier vom Torhüter.
Rodriguez. Noch ist nicht Schluss. 4 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Vestergaard. Anspiel kommt gut. Das könnte was werden jetzt. Gute Chance für eine Flanke. Ball ist weg. Kommen Sie vielleicht noch mal ran. Öztunali. Zu lang, kein Problem für den Torhüter. Das war keine Herausforderung. Den hält er mühelos. Sie geben den Ball ab. Caligiuri. Gilavogi. Das könnte die Chance werden. Den Ball will er nicht hergeben. Ist das der Anschlusstreffer? Wichtig, dass er sich den Ball holt. Klasse Pass. Gute Aktion jetzt. Jetzt vielleicht die Flanke. Auch hier ist er zur Stelle. Gute Defensivarbeit von ihm. Was für ein Erfolg. Ja, dieser Halbfinalsieg ist schon toll. Mal sehen, ob sie dem Ganzen jetzt noch die Krone aufsetzen können. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Super Leistung. Hat sein Tor gemacht. Das Team hat den Sieg eingefahren. Da kann man sich schon mal freuen.